Manchmal braucht man einfach eine Pause vom Alltag. Abschalten von all den Sorgen und Ängsten und dem, was einen belastet. Ich schließe in solchen Momenten manchmal einfach die Augen und versuche mich ans Meer zu versetzen. Sozusagen Urlaub für die Seele machen. Ich liebe das Meer. Und ich stelle mir dann vor, ich sitze auf einer Bank und blicke auf das Meer hinaus. Ich spüre die Weite, das Gefühl von Freiheit. Und ich lausche auf das Rauschen des Wassers, das Auf- und Abranden der Wellen. Das beruhigt ungemein. Und dann komme ich innerlich zur Ruhe. Urlaub für die Seele. Was ist für euch so ein Seelenurlaub? Bleibt gesund und von Gott behütet, eure Pfarrerin Veronika Mafridis.